Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein Schätzelein, das habt ihr ja noch nie gesehen, und zwar ist es der Müller-Adventskalender. Ja, denn wir haben jetzt auch einen Müller. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der kostet 24,95 und ich habe ihn eben gerade erst bei uns im Müller abgeholt. Ich bin ganz aufgeregt, Leute, ne? Ja. Genau. Und deswegen, bevor ich hier irgendwie vom Stuhl falle vor lauter Aufregung, schauen wir rein. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Und hier sind auch wohl die ganzen Eigenmarken von Müller drin vertreten, was ich super interessant finde. Am 1. Dezember starten wir mit Terra Naturi. Das ist die Naturkosmetik-Eigenmarke mit Hydro Boost Augenpads. Das kann man gut gebrauchen. Eben als ich das rausgenommen habe, dachte ich erst, oh je, Mini, ein Sachet. Aber nein, es ist tatsächlich, es sind Augenpads. Das ist total großartig. Zum 2. Dezember gibt es was von Aveo. Da gibt es wohl auch einen eigenen Adventskalender, aber den führt meine Filiale wohl irgendwie nicht. Deswegen schaut da gerne bei Nicole vorbei. Die stellt euch den auf jeden Fall vor. Das ist eine Limited Edition Body Lotion Wintertraum mit weißer Tonerde und hier sind 50 Milliliter drin. Und ja, der Adventskalender ist ein bisschen teurer als der von DM oder von Rossmann, also als Isana oder Balea, aber, oh, sieht man den Spiegel die ganze Zeit? Oh. Aber der ist tatsächlich mit großen Größen und bislang, also das ist gut bestückt, ne? Wow. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir was aus der Fußreihe und zwar Barfuß nennen die sich. Urea Fußcreme mit 10% Urea Intensivpflege. Da sind 20 Milliliter drin, was ja keine riesige Größe ist, aber ich komme da eigentlich schon eine Weile mit aus. Und die Füße zu pflegen ist super wichtig. Also, ne, ja, die tragen uns durchs Leben und wenn ich die so vernachlässigen würde, das wäre nicht gut. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, auch Terra Naturi. Eine Clear-Tonerde-Maske mit Weidenrinde und weißer Tonerde. Das ist so ein Zweier-Sachet. Also für zwei Anwendungen hat man das dann auch quasi, ne? Finde ich auch super. Dass wenn man halt irgendwie so Unreinheiten hat, zum Beispiel, wenn ich das während der Periode habe oder so, ne? Da kommt das richtig, richtig gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, das einfach mal auszuprobieren. Mit natürlicher Salicylsäure aus der Weidenrinde. Das ist auch sehr interessant, denn Salicylsäure ist ja normalerweise dafür da. Hier ein Video zu Peelings. Um diese Hornschicht auf der Haut zu lösen, damit die Kladderadatsch-Geschichten einfach besser gereinigt werden können. Also das ist jetzt Maske nach Maske, das ist vielleicht ein bisschen viel. Am 5. Dezember Body and Soul Recharge Maske Grün. Spendet neue positive Energie mit Küstenzypressen und Treibholzduft. Die Marke kenne ich persönlich noch gar nicht. Ich werde die Preise ja auch recherchieren, dann werde ich auch sehen, was das Ding so wert ist, ne? Also ich habe gerne positive Energie, deswegen gerne drauf damit, ne? Da werde ich auch mal vielleicht zum Grinch während der Weihnachtszeit. Ach, Wahnsinn. Am 6. Dezember zu Nikolaus bekommen wir ein Make-up-Ei. Ich hoffe, dass wir da noch irgendwas Make-up-related gedönsten Kramsen hier drin haben. Denn ansonsten ist es sehr, sehr randommäßig drin und erinnert mich da ein bisschen zu sehr an den Judith Williams Adventskalender. Aber finde ich per se gar nicht so verkehrt. Ich persönlich verwende sowas, ne? Für mich ist es sinnvoll. Bin gespannt, wie es weitergeht. Weil ich brauche mir ja nicht meine Bodylotion mit einem Make-up-Ei einarbeiten. Am 7. Dezember haben wir ein Duschgel von Aveo drin. Und das ist die pure Entspannung mit Lavendel. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich mache mit sowas Freudensprünge, weil ich sowas ja auch abends verwende. Kati von Contra Junkie würde schreiend davonlaufen. Sie mag Lavendel so gar nicht, ne? Lavendel übrigens, by the way, super, wenn ihr Mücken, Motten und Spinnen fernhalten wollt. Das heißt, dann sind die im Badezimmer halt auch ganz weit von euch entfernt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist was drin von Pflanzenkosmetik von Müller. Jojobaöl, belebend und hautstraffend, 10 Milliliter. Also das scheint fürs Gesicht zu sein. Also reduziert feine Linien, glättet die Haut und macht sie samt weich und geschmeidig. Das Öl versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit. Durch die außergewöhnlich gute Verträglichkeit ist das Öl für jeden Hauttypen geeignet. Kaltgepresst und vegan. Das ist Gesichtspflege. In einer sehr interessanten Darreichungsform, bin ich ehrlich. Ne? Das hat mich jetzt erst so an einen Raumduft erinnert. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Sowas kannst du sonst auch mit einer Nachtpflege zusammen mischen, damit das Ganze halt noch ein bisschen reichhaltiger wird. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über eine Maske freuen. Das ist ein bisschen viel, ne? Dann hätten sie einen separaten Masken-Adventskalender machen sollen. Terra Naturi Naturkosmetik Vital Anti-Aging Maske mit Granatapfel, Bio-Arganöl und Hyaluronsäure für reife Haut. Also ich hätte im ersten Moment hätte ich wirklich gedacht, okay, wir haben hier einen Adventskalender, der vielleicht auch ein Stück weit für Jüngere geeignet ist. Hier trifft sich das Ganze und sagt, okay, vielleicht möchte ich doch einen Adventskalender sein, den Mutter und Teenager-Tochter sich teilen oder so.
Ja, dann auch in der Nummer 10 geht's jetzt, oder darf es jetzt mit Slow Aging weitergehen. Das ist von Cardia Vera, die Q10 Antifaltenampulle mit Coenzym Q10, einem Ceramidkomplex und Vitamin E. Das hört sich super an. Das ist nämlich ab 30 geeignet für die ersten Fältchen. Ja, ich muss gestehen, ich hatte auch schon vor 30 meine ersten Fältchen. Ne? Und ja, aber ich mag gerne Q10. Schön. Zur ersten Schnapszahl haben wir hier was super Praktisches drin. Ich finde sowas großartig. Habe ich immer bei mir irgendwie eine Handtasche im Auto oder wo auch immer liegen. Das ist eine Einkaufstasche. Die kannst du bei 30 Grad sogar waschen. Und die ist hier so hübsch verpackt. Ne? Also wird dann halt auch so aussehen. Und genau, hat dann hier auch so ein Haken dran, dass man das irgendwo auch befestigen könnte, wenn man möchte. Finde ich super praktisch. Also ich werde die jetzt nicht rausfriemeln und wieder reinfriemeln. Nee, das mache ich nicht. Aber du hast hier halt auch dieses Peach mit diesen weißen Punkten drauf, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Und die kommt bei uns direkt in Anwendung. Also ich habe immer sehr viele Taschen gleichzeitig bei uns im Einsatz. Ist das nicht ein Full-Size-Produkt, die Nummer 12? Hier habe ich von Aveo Professional ein Volumenpuder, prachtvoll Volumen. Maximales Volumen und Fülle ohne zu verkleben. Mit Zitronenmelisse und Bambusextrakt, ideal für fettige Ansätze. Und da sind 10 Gramm drin. Ich persönlich verwende sowas nicht. Ich wasche mir jeden Tag die Haare und ja, ich kann halt nicht anders. Ne? Ich habe heute schon wieder irgendwas Breimäßiges in die Haare gekriegt. Ja, es bleibt nicht aus und deswegen, ne, da muss ich halt ran und ja, sowas ist für mich, ich mag dieses Gefühl einfach nicht so gerne und das ist jetzt die erste Halbzeit gewesen. Wir haben hier, gut, sehr viele Masken drin, das möchte ich monieren, ansonsten richtig große Produkte auch drin enthalten und echt einen sehr bunten Mix. Ich bin gespannt, ob wir für dieses Make-up-Eye auch noch irgendwie eine Verwendung kriegen, aber bitte keine Foundation. Mal gucken. Och, nö. Am 13. Dezember geht's weiter mit Masken. Ja, bestimmt gut, ne? Die Cardia Vera Soforteffekt Honig- und Mandelmaske mit Akazienhonig, Mandelöl und Mandelextrakt. Auch hier zweier Sachet, ne? Nee, das ist zu viel. Also, das ist ja schon die vierte Maske jetzt. Dann haben wir auch noch die Ampulle. Nee. Hier haben wir noch ein Tool drin aus dieser Body and Soul-Reihe am 14. Dezember und zwar ein Anspitzer. Also ich finde es okay, wenn man sowas als Tool irgendwo mit dabei hat und das ist ja auch irgendwie gar nicht so verkehrt. Ist es so ähnlich wie Feuer Beauty vielleicht, diese Body and Soul-Reihe? Weiß ich nicht. Aber ich finde es halt nur dann sinnvoll, so ein Tool mit reinzupacken, wenn du den dazu passenden Stift hast. Oder, ich meine, da kannst du auch Bleistifte mit anspitzen. Ne? Oder hier halt, das ist so... komisch irgendwie, oder? So randommäßig reingepackt worden. Am 15. Dezember haben wir dann hier noch eine Ampulle drin von Cardia Vera. Die Hydroampulle kann jeder gut verwenden. Duo Hyaluronsäure, Thermalwasser und Kaktusfeigenextrakt. Sowas ist halt eine ganz gute Sache, wenn du so eine Duo- oder Triple-Hyaluronic-Geschichten hast. Die haben halt unterschiedliche Molekülgrößen. Und da musst du dir im Prinzip deine Haut so ein bisschen vorstellen, wie... Keine Ahnung, ein paar Siebe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Hautschichten man hat. 7 oder so? Keine Ahnung. Die so halt übereinander sind und alle so unterschiedliche Löcher haben, weißt du? Und dann kann halt, wenn du ein niedermolekulares Hyaluron mit drin hast, zusammen mit einem hochmolekularen Hyaluron, kann das in unterschiedlichen Schichten wirken. Und da kommt sowas ganz gut. Ja, ist schön. Am 16. Dezember gibt es noch eine Maske, aber das ist eine Fußmaske für die Nacht. Okay, ziehst du dir Socken halt drüber, damit du nicht das ganze Bett voll schmierst. Am besten mit Glycerin, Keratin und Panthenol. Und hier sind 15 Milliliter drin. Sowas verwende ich gerne. Aber ich mache mir auch manchmal gerne einfach dick Fußcreme drauf, ziehe mir dann ein Baumwollsäckchen drüber, ne? Und dann kann das auch gut einziehen. Das hält die Füße auf jeden Fall schön geschmeidig. Eine Woche vor Heiligabend haben wir von Body and Soul Naturliebe dieses Peeling-Seifensäckchen drin. Hätten die dann aber, also ich weiß ja nicht, was sonst noch so kommt, aber dann erwarte ich auch tatsächlich, dass hier gleich auch irgendwie eine feste Seife oder eine feste Dusche oder sowas kommt, was man dann auch da reinmacht, ne? Weil nur die Tools hier reinzupacken, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Leute halt auch die Sachen auch so zu Hause haben und konsumieren, weißt du? Und ja, aber an und für sich ist so ein Seifensäckchen super und kann man eigentlich ganz gut gebrauchen, wenn man halt auch feste Produkte verwendet. Ist eine gute Aufbewahrung, weil das halt dann nicht irgendwie irgendwo rumliegt und dann halt in Wasser liegt und dann läuft es irgendwann von alleine weg. Und gleichzeitig ist es in der Anwendung auch ganz schön, wenn du das Produkt reinmachst, kannst du direkt mit dem nassen Säckchen und dem Produkt so über die Haut gehen und hast halt wirklich auch noch eine leichte Peeling-Funktion mit dabei, ne? Wow, die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Leute, hier haben wir das bislang größte Produkt drin enthalten. Mit sage und schreibe 100 Millilitern. Und das ist eine Handcreme.
Das ist crazy, ne? Okay, ja, für beanspruchte Hände mit Aloe Vera finde ich super. Kann man wirklich gut gebrauchen. Im Adventskalender super aufgehoben. Generell, ne? Immer eine gute Sache. Aloe Vera kannst du ganzjährig auch klasse verwenden. Ja, das ist witzig. Das 100 ml Handcreme läuft. In der Nummer 19 habe ich ein fast überraschendes Produkt drin enthalten. Und zwar finde ich aber vom Duft her super ansprechend von Cardia Vera die Strawberry AHA Peeling Maske. Es ist eine Maske, aber es fällt für mich persönlich eher in die Kategorie Peeling, bin ich ehrlich, ne? Erdbeerextrakt, AHA und Panthenol, das hört sich super an, muss ich sagen. Ich würde bei AHA, wenn ihr eine sehr sensible Haut habt, so wie das bei mir der Fall ist, immer ein bisschen vorsichtig erstmal anfangen. Habe ich euch das Peeling-Video schon verlinkt? Weiß ich nicht, ist hier oben im E-Mail verlinkt. Nee, habe ich euch schon verlinkt, ne? Genau, bei der Salicylsäure. Genau, und AHA ist aber tatsächlich eher so für reifere Haut gedacht, dass man halt quasi da auch einen leichten Slow-Aging-Effekt mit erzielen kann. Gerade wenn du sowas langfristig anwendest, bekommst du dadurch einen Slow-Aging-Effekt. Das ist wirklich so. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend an. Wie gesagt, ich persönlich würde es halt nicht die vollen, wie lange soll, 10 bis 15 Minuten drauf lassen, sondern halt erstmal ein kleines bisschen da rausnehmen, ne? Mir an so einer Kleinstelle hier aufsetzen und dann erstmal so einen Tag warten. Also natürlich auch abwaschen nach einer Minute oder zwei. Dann würde ich gucken, wie meine Haut halt darauf reagiert, ne? Okay. Ist aber ein nices Produkt irgendwie. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Wir gehen wieder rüber zum Kopf, also zu den Haaren. Und da habe ich von Aveo Professional die Haarmaske Haarspliss Protect drin. Splissschutz und Regeneration mit Avocado-Extrakt und Weizenprotein für strapaziertes und gestresstes Haar. Ich denke, das kann man auch so kaufen. Da sind 20 Milliliter drin. Hört sich für mich ganz interessant an, ne? Also kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sowas würde ich mir dann halt quasi nach dem Shampoonieren, also nachdem ich Shampoo drauf, Shampoo ausgewaschen, dann mache ich mir das in die Längen und Spitzen einwirken lassen, Tralafitti am Körper, Peeling oder sowas machen, ausspülen. Das ist Nicole. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ausspülen und dann später mit einer Spülung abschließen. Ne? Genau, finde ich aber cool, dass es hier mit drin ist. Die Nummer 21 finde ich ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich. Das ist von Lavozzon oder Lavozzon, das pflegende Selbstbräunungstuch. 24 Stunden Feuchtigkeit für Gesicht, Hals, Dekolleté und Beine, gleichmäßige natürliche Bräune. Wobei, also, wir haben hier ein Tuch drin enthalten. Selbstbräuner in Adventskalendern, da haben wir uns vor Jahren schon mal drüber unterhalten. Mögen wir alle nicht ganz so gerne. Generell auch in Beautyboxen und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du im Winter spontan noch irgendwie eine Weihnachtsfeier hast, eine Hochzeit oder sonst irgendwas und dann möchtest du deine Arme vielleicht zeigen, deine Beine zeigen, du fühlst dich aber zu käsig oder so, ne? Also ich bin weiß wie die Wand oder ich bin transparent vom Hautunterton, Hauttypen her, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich würde sowas nicht verwenden, weil das bei mir orange werden würde und ich einfach zu viel Probleme hätte. Also ich hätte ein bisschen Bedenken, ob wenn ich das dann halt einmal anwende, ob das dann auch was wird. Wisst ihr, wie ich das meine? Und du hast halt nur einen Schuss, einen Treffer hier mit dabei. Deswegen halt auch ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein kleines Flop. Ein kleines Flop. Ein kleiner Flop. So. Noch eine Maske in der Nummer 22. Naja, die zweite und letzte Schnapszahl, das ist die Cardia Vera 24 Stunden Hydro Boost Tuchmaske. Duo, Hyaluronsäure, Thermalwasser und Kaktusfeige sollen hier unser Gesicht entsprechend mit Feuchtigkeit besorgen, vor allem versorgen, was ich sehr schön finde. Und ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist ganz gut, aber es ist halt schon die wievielte Maske? Sehr vielte Maske. Trotzdem finde ich Tuchmasken auch sehr, sehr schön eigentlich. Wir haben noch ein Peeling hier drin am 23. Dezember. Ich sag mal so, ich persönlich würde auf den 23. Dezember nicht unbedingt irgendwelche Peelings oder so packen. Das würde ich eher so an den Anfang vom Adventskalender setzen. Hier hätten sie zum Beispiel super diese Tonerdemaske mit reinmachen können. Naja, das ist nämlich das Cardia Vera Vitamin C Enzym Peeling Pulver mit Enzym und Vitamin C und da sind 2 g drin enthalten. Das ist halt super gut geeignet für sehr, 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 sehr sensible Haut oder halt in Schwangerschaft und Stillzeit, ne? Und dementsprechend. Ich denke, dass ich das halt jetzt demnächst mal jetzt im Sommer verwenden werde, ne? Weil ich halt ab Oktober erst mit den chemischen Peelings bei mir anfange. Aber wenn du eine super sensible Haut hast und erst so ein bisschen mit dem Peeling-Game anfangen möchtest, kommt das wirklich gut. Und ich hoffe, dass hier auch gut drauf steht. Genau, hier steht es auch drauf, das Pulver in die Hand geben und mit Wasser aufschäumen, in kreisenden Bewegungen einmassieren, Augen- und Mundpartie aussparen, 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser gründlich ausspülen. Ja, schön.
Das Highlight des Adventskalenders bildet der 24. Dezember. Und hier denkt sich Müller, dass es doch ganz schön wäre, dass man gepflegte Lippen hat. Denn hier haben wir Pflanzenkosmetik von Müller mit echtem Propolis, eine Lippenpflege mit pflegendem Bienenwachs und Jojobaöl drin. Das ist einmal dieses hier. Es ist eine Originalgröße. Es ist ein Produkt, was in Adventskalender gehört. In dem Preissegment beschwere ich mich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt darüber, dass es in der 24 drin ist. Also ich finde es gut, ne? Ich hätte das wahrscheinlich eher so in der 6 gesehen und dann in der 24 irgendwie was anderes, cooles oder so, ne? Vielleicht eine große Bodylotion oder so. Naja, aber ja, es ist ein schönes Produkt. Ich glaube, man freut sich drüber und Propolis ist auch ein ganz, ganz toller Wirkstoff, der so drin ist, der sehr natürlich ist, von Bienen produziert, um die Bienenwaben irgendwie zu schützen und so weiter, ne? Also, ja, ist jetzt aber nichts, was mich von den Socken haut. Der Adventskalender ist schön befüllt. Wir haben hier, wenn wir Pflegeprodukte drin haben, auch große Größen drin. Viele Einmalanwendungen, viele Sachetprodukte, viele, viele Masken. Also wenn man halt nicht so ein Crememasken-Fan ist, dann ist der Adventskalender bei einem wahrscheinlich raus. Ich finde diese Body and Soul-Produkte ein bisschen schwierig, weil da sind drei Produkte drin, die einfach solo kommen und man sich halt darauf verlässt, dass die Person, die den Adventskalender halt auspackt, auch die dazu passenden Produkte hat. Da hätte ich vielleicht anstelle von einem Schwämmchen, keine Ahnung, Abschminktücher reingepackt. Anstelle von einem Anspitzer, ja, wir hassen sie alle, aber eine Pinzette oder eine Nagelfeile. Und anstelle von so einem Säckchen, keine Ahnung, irgendwas auch Schönes für die Haare, eine kleine Bürste oder sowas. Ich glaube, das wäre einfach besser gekommen, dass man da irgendwie ein bisschen cooler was reingemacht hätte. Ansonsten glaube ich, dass die Produkte hier drin richtig cool auch sind, ne? Also für mich ist der Inhalt schön und ja, ich habe auch Bock drauf, aber ich finde ihn jetzt nicht so umhauend, weil das jetzt nicht so eine große Vielfältigkeit vom Müller-Sortiment zeigt. Und eigentlich soll ja auch ein Adventskalender einen so ein bisschen, es soll einem das Sortiment halt präsentieren. Und das macht dieser Adventskalender in meinen Augen halt gar nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!